Friends, Michael Buchinger hier. Weil meine Persönlichkeit unendlich spannend ist, habe ich euch wieder mal gebeten, mir Fragen zu meiner Person zu stellen und ich habe euch auch die Möglichkeit gegeben, dies anonym zu tun und irgendwie waren fast alle Fragen anonym. Schickt Michael eure Fragen, Michael beantwortet Fragen. Wo bin ich mal? Außer die erste war ein Brief. Hallo Michi, ich bin eine Japanerin, die mit deinen Videos manchmal Deutsch lernt. So kann ich lernen, wie ein heutiger Junge in Deutschland spricht. Ich höre immer Bachs Chormusik, deshalb habe ich bis gestern gedacht, dass Wörter wie siehet, frohlocket und so weiter normale Wörter sind. Ich verstehe nicht so viel Deutsch, aber bist du gay? Das ist meine Frage für das nächste Video. Lol, ciao! Und dann ein japanisches Smiley. Ich habe mich sehr über diese Nachricht gefreut und ich finde es auch witzig, dass Leute tatsächlich mit meinen Videos Deutsch lernen. Bitte tut es nicht, mein Deutsch ist tatsächlich nicht sehr gut. Und ich habe diese Frage ausgewählt, weil sie sehr oft gestellt wird und die Antwort gilt jetzt nicht dir. Du bist entschuldigt, denn du kannst nicht gut Deutsch. Und hier die Antwort an alle anderen Menschen, die diese Frage unter fast jedem Video stellen. Man muss schon ein absoluter Idiot sein, um nicht zu verstehen, dass ich schwul bin. Ich rede so oft darüber, dass ich schwul bin und es ärgert mich einfach so sehr, wenn dann unter jedem Video, in dem ich ganz deutlich sage, dass ich schwul bin, steht: Moment, bist du etwa schwul? Wie blöd kann man sein? Hier eine kleine Clipshow an allen subtilen Hinweisen. Ich war ein großer Fan des Musicals und Films Mamma Mia. Dennoch war es für alle eine Überraschung, dass ich homosexuell bin. Und habe einfach alles genommen, was ich kriegen konnte. Ja, so als wäre es ein All-You-Can-Eat-Buffet oder einfach die Jugendjahre eines Homosexuellen. Ja, es gab kaum etwas, was ich unberührt ließ. Aber dann habe ich so einen Typen gesehen, der mindestens eine 6 oder sogar eine 7 war. Und er hat mich angelächelt und so ein bisschen so gewunken. Und ich dachte, oh, für mich? Und ich war halt quasi so weit und breit der einzig schwule beste Freund, den die meisten hatten. Ich war so der Universal-Homo, den man sich einfach so holen konnte. Und diese Hinweise sind nicht mal subtil. Ich sage ganz offen und ehrlich, dass ich schwul bin und dann unter jedem dieser Videos steht: Moment, bist du etwa schwul? Wow, richtige Sherlocks sind teilweise in meiner Community. Ich finde das einfach insofern irgendwie so ärgerlich, weil das so typisch YouTube ist. Ja, die Leute erwarten sich wohl ein Video von mir, das Coming Out heißt und wo ich im Thumbnail so da sitze, so. Und wo ich ihnen unter Tränen gestehe, dass so lange schon etwas auf meinem Herzen liegt, mit dem ich leben muss. So als wäre es eine Krankheit, nämlich dass ich schwul bin. Und ich denke mir, es ist wirklich nicht so besonders. Ja, natürlich bin ich schwul, nur ich möchte kein eigenes Video darüber machen. Und ich habe schon genug Videos darüber gemacht. Ich finde, das ist nicht so die Sensationsmeldung. Und ich spreche ohnehin die ganze Zeit darüber, dass ich schwul bin. Seid ihr blind und blöd? Also die von euch, die das ständig fragen, ich weiß es nicht. Aber bitte lasst uns mit der nächsten Frage weitermachen. Wie geht's? Hashtag einfallslos. Das ist eigentlich gar nicht so einfallslos. Danke für deine Frage. Mir geht's tatsächlich schon besser. Ich hatte ja in einigen der letzten Videos Weisheitszahnschmerzen und habe euch um Tipps gebeten. Und so viele von euch haben mir in erster Linie gute Besserung gewünscht und so viele Tipps gegeben und meinten auch, ich soll zum Zahnarzt gehen. Und jetzt muss ich euch mal was Witziges erzählen. Ich war dann tatsächlich bei so einem Zahnarzt in Berlin. Und die Bewertungen im Internet waren ganz gut, also dachte ich mir, ich gehe hin und dann auch in der Rezeption, alles sehr nett. Und dann komme ich zu diesem Zahnarzt und ich gehe halt rein und ich möchte ihm die Hand geben und er gibt mir irgendwie nicht die Hand. Und ich denke mir, okay, ja, vielleicht hygienische Gründe, aber irgendwie hat er mich auch nicht richtig begrüßt. Dann lege ich mich hin und er zieht sich halt Handschuhe an und schaut so kurz in meinen Mund mit diesem Spiegel und sagt, ja, dieser Weisheitszahn muss raus, hier hast du so eine Weiterleitung an einen Kieferchirurgen. Und ich meine, natürlich, ein Weisheitszahn muss früher oder später raus, nicht, aber irgendwie sollte man vielleicht ein Röntgen machen, denn ich wollte ja eigentlich wissen, muss der Weisheitszahn sofort raus, weil ich auch in nächster Zeit ein bisschen reise und ich möchte nicht irgendwie im Flugzeug sitzen und sterben, weil ich eine offene Weisheitszahnwunde habe. Und das war eigentlich meine Frage und er hat mich halt einfach weitergeschickt nach 1,5 Minuten zu einem Kieferchirurgen und ich bin dann ein bisschen wütend nach Hause und habe so eine Review geschrieben von diesem Zahnarzt, weil ja auch nur positive Reviews dort standen und habe
gesagt, naja, eigentlich fand ich das nicht so toll, er hat mich nicht mal richtig begrüßt und dann hat er mich eine Minute lang angeschaut und mich woanders hingeschickt und habe zwar eine 2 von 5 Sterne Review hinterlassen, was ja schon viel ist eigentlich. Und dann habe ich einen Anruf erhalten von diesem Zahnarzt, der meinte, na, Herr Buchinger, und was hat denn nicht gepasst? Und wissen Sie was, wir schenken Ihnen eine Gratis-Behandlung, sowas kann ja manchmal sehr teuer sein, so eine Zahnreinigung. Und da kommen Sie einfach zu uns hin und es wäre super, wenn Sie diese Bewertung ein bisschen aufwerten würden oder ganz löschen würden. Und ich denke mir, sind solche Arschlöcher, weißt du, ich lasse mich bestimmt nicht bestechen, besonders wenn es irgendwie um Gesundheit und Komfort im Ärztebereich geht. Ich finde, die Leute sollten die Wahrheit wissen über diesen Arzt und ich werde meine Review nicht löschen. Also so viel zu deiner Frage, wie es mir geht. Vom Zahn her besser, aber ich bin sehr wütend auf diesen Zahnarzt. 0 von 5 Punkten, wenn es nach mir geht. Nächste Frage, wieder mit dem Schwulsein. Wie stehst du mittlerweile zur Regenbogenparade? Ich erinnere mich an deinen Artikel. Oh, was für eine Frage. Die Regenbogenparade ist so ein Gay Pride Event in Wien und ich habe mal ein Video darüber gemacht und da war ich auf der Regenbogenparade und hatte großen Spaß. Und ein Jahr später, da hatte ich gerade meine Kolumne für Vangardist, habe ich einen Artikel drüber geschrieben, wo ich mehr oder weniger meinte, dass ich die Regenbogenparade nicht mag. Und es war ein sehr negativer Artikel und die Kommentare sind mittlerweile alle entfernt, aber es gab so einen Shitstorm, weil das am Morgen nach der Regenbogenparade rauskam und es haben sich irgendwie die Organisatoren der Regenbogenparade dazu geäußert und gesagt, es ist so ein herber Schlag, am Morgen nach unserem Event sowas lesen zu müssen. Dabei hatte ich die Kolumne irgendwann Wochen im Voraus geschrieben und es war einfach mein erster großer Shitstorm. Was ich damals ausdrücken wollte, aber irgendwie, glaube ich, nicht richtig ausdrücken konnte, war irgendwie, dass es ja eine Parade ist, wo wirklich alle willkommen sind und in der die Vielfalt der LGBTQI-Bewegung gezeigt werden soll. Und irgendwie hat mich daran gestört, dass viele Leute dort hingehen und sich halt sehr spärlich bekleidet dort preisgeben und dann sehr viel trinken und halt irgendwie einfach nur eine heiße Nummer für heute Nacht suchen und dass das dann gefilmt wird und in den Medien gezeigt wird und dass dann so Leute, die vielleicht irgendwo am Land wohnen und nicht viele Schwule kennen, die Bilder sehen und sich denken, oh, diese Schwulen schon wieder, alle gleich, alle irgendwie nackt und suchen nur nach One-Night-Stands. Und das war mein Kritikpunkt, dass auch viele Leute hingehen und sich so aufführen und vergessen, dass es ja doch irgendwie eine Demonstration ist. Und natürlich kann jeder machen, was er will. Nur es war in den Jahren, in denen ich dort war, auch immer irgendwie so ein Besäufnis und irgendwie eine Party. Und ich denke mir, es ist schön und gut, ich mag auch gerne Partys, nur ich möchte nicht, dass das alles immer zu sehr ausartet. Und natürlich schauen die Leute dann irgendwie auf diese Parade und denken sich, wow, da wurden wieder alle Klischees erfüllt. Und das ist halt das, was ich damals kritisiert habe und was ich nach wie vor auch finde. Nur ich bin da auch schon ein bisschen lockerer geworden, denn natürlich wird es nie ein ernster Protest sein oder was auch immer. Und das soll es ja auch nicht sein, man soll ja auch feiern. Nur alles in Maßen. Und ich werde dieses Jahr hingehen, wahrscheinlich. Diese Frage kommt sehr oft, seit ich in Berlin wohne und auch dieses Mal hat sie nicht gefehlt. Magst du mal ein Fan-Treffen in Berlin? Und die Antwort war immer so viel zu organisieren, aber diesmal ist die Antwort ja! Und es ist halt kein typisches Fan-Treffen. Ha, sorry, Prank. Aber ihr habt tatsächlich die Möglichkeit, mich treffen zu können, denn wie ihr vielleicht wisst, wenn ihr meine Videos kennt, liebe ich die Serie Orange is the New Black. Und ich kann es kaum erwarten, weil jetzt kommt bald die dritte Staffel am 12. Juni. Und es gibt ein Event, eine Orange is the New Black Party in Berlin. Und Netflix hat mich dazu eingeladen und ich freue mich sehr, denn ich habe schon gesehen, was auf der Party so alles passiert. Und es wird eine richtig coole Party und ich kann drei meiner Zuseher mitnehmen. Haha!
Und da seid ihr gefragt, meine kleinen Buchis, denn was ihr tun könnt, ist, ihr müsst einfach euer Knast-Outfit zeigen, was ich ziemlich lustig finde. Also so ein Outfit, wie ihr quasi aus der grauen Masse herausstechen könnt. Und das Ganze läuft über Twitter, das heißt, macht einfach ein Foto, ein Selfie oder ein Spiegelfoto von eurem Knast-Outfit, verwendet den Hashtag OITNB, Orange is the New Black, und meinen Twitter-Namen, nämlich @michebuchinger, das müsst ihr da verlinken. Postet dieses Bild auf Twitter. Ich möchte nichts verschreien oder irgendwie keine falschen Hoffnungen machen, aber ich kenne ja meine Community und ich bin auch selbst oft so. Und ich kenne auch solche Gewinnspiele. Und manchmal, wenn man die Leute dann auffordert, sich irgendwie was einfallen zu lassen oder ein Outfit zusammenzustellen und das irgendwie hochzuladen, dann tun das sehr wenige Leute, ganz einfach, weil es Arbeit ist. Das heißt, mein Tipp für euch, tut es einfach, denn ich glaube, ihr gewinnt. Also vielleicht, wenn nicht viele Leute mitmachen, dann gewinnt, dann ist die Chance, dass ihr gewinnt, um einiges größer. Ich darf dann jedenfalls mitentscheiden, wer gewinnt. Das heißt, möge das beste Knast-Outfit gewinnen. Und an dieser Stelle möchte ich mich jetzt von euch verabschieden. Danke, dass wieder so viele Fragen dabei waren. Und es ist nicht irgendwie passend, dass es so viele Fragen zum Thema Homosexualität waren und jetzt auch noch Orange is the New Black vorkommt, was schon so ein bisschen so eine Lesben-Serie ist. Ich meine, die Serie ist für alle, aber es gibt sehr viel Lesben-Sex. Wow, was für ein Video. Tja, danke, dass ihr mit dabei wart. Möge der Beste gewinnen. Ciao.